Servus, liebe Trader. Der Börsenmonat Juli wird sicherlich sehr spannend werden. Wir haben jetzt die anstehende Berichtssaison und deswegen möchte ich euch mal wieder zeigen, wie ihr euch hierfür speziell einen eigenen Trading Desk einrichten könnt. Das heißt, wie habe ich immer sofort die anstehenden und wichtigsten Quartalszahlen im Blick und wie sehe ich vor allem auch, das ist ja noch wesentlich interessanter, wo gab es positive Kursreaktionen auf diese Events und wo ergeben sich dann vielversprechende Longchancen. Dabei zeige ich euch auch einen kleinen Trick, den viele nämlich nicht kennen, wie man sich zum Beispiel die Quartalszahlen des nächsten Tages als Kursliste ganz schnell und einfach abspeichern kann. Wir sind hier auf unserem Trading Desk auf traderfox.com, haben wir schon mal einen eigenen Trading Desk erstellt und dort machen wir jetzt einfach einen neuen Desktop auf, indem wir hier auf das Plus-Symbol klicken und dort geben wir dann einfach mal Berichtssaison ein. Klicken auf Senden und haben dann schon hier eine leere Arbeitsfläche zur Verfügung. Prinzipiell sehr gut dafür eignet sich schon mal unser Kalender. Den findet ihr hier, wenn ihr bei den drei Balken das Menü öffnet und dann hier auf Kalender klickt. Dann geht er auch schon auf und dann habt ihr hier zum Beispiel jetzt für den deutschen Markt wichtige anstehende Events wie Hauptversammlungen, Quartalsberichte und so weiter. Das heißt, ihr seht auch natürlich, wo gibt es demnächst Dividenden? Wie hoch fallen diese vor allem auch aus? Und wie hat sich das zuletzt auch entwickelt? Wir wollen uns aber jetzt speziell die Quartalsberichte ansehen. Dazu klicken wir jetzt einfach mal auf USA zum Beispiel. Hier könnt ihr einfach oben durchschalten. Und dann seht ihr, dass es momentan hier noch relativ mager ausfällt. Aber dass hier die Berichtssaison in den nächsten Tagen und Wochen deutlich an Fahrt gewinnen wird. Hier sehen wir zum Beispiel Mittwoch, 8.7. Bed Bath & Beyond. Wir haben Simply Good Foods und einige mehr. Und mir hat zuletzt jemand mitgeteilt, er nutzt den Kalender sehr gerne, aber es ist doch relativ mühsam, sich die einzelnen Aktien hier in Form einer Kursliste rauszupicken. Das heißt, einfach eine neue Liste zu erstellen und dann diese Unternehmen der Reihe nach von oben nach unten durchzugehen. Das funktioniert relativ gut, wenn es hier vielleicht noch 3, 4, 5 Unternehmen pro Tag sind. Wenn wir dann noch weiter nach unten schauen, traditionell werden es dann wieder die Banken eröffnen, genau hier am 14.07. und dann bereits am 15.07. machen wir es mal ein wenig größer. Dann seht ihr, dass das schnell sehr aufwendig wird, denn da sind es ja sicher 20, 30 Unternehmen, die hier aufscheinen und das ist dann ein sehr aufwendiger Prozess. Hier gibt es jetzt ein kleines Easter Egg, das versteckt ist, das wirklich wenige kennen. Ihr findet nämlich oben neben dem Datum ein Kurslistensymbol und wenn ihr da einfach draufklickt, dann sollte jetzt hier die Kursliste aufgehen. Ja, okay, jetzt ist es hier versteckt hinter der Liste aufgegangen. Und dann schauen wir es uns einfach mal an. Habt ihr speziell diese Unternehmen, die hier gelistet sind, in einer eigenen Kursliste abgespeichert? Sie wird auch automatisch nach dem jeweiligen Datum benannt und kann dann von euch ja zur weiteren Verwendung individuell genutzt werden. Das heißt, so könnt ihr einfach täglich einmal reinschauen, diesen Desktop aktualisieren, seht sofort, okay, 15.07., da wird spannend, wie sieht es mit den Estimates aus und wo sollte ich mal vielleicht genauer hinsehen? Ich empfehle euch hier wirklich, diese Kursliste ja täglich zu aktualisieren und dann vor allem darauf zu achten, wo es positive Kursreaktionen gab. Da könnt ihr natürlich dann wieder dieselben Listen nutzen und einfach durchschauen am nächsten Tag, wo ging es steil nach oben. Allerdings gibt es auch hier eine bessere Variante und da öffnen wir zum Beispiel einfach mal bei den Kurslisten die 2000 größten US-Aktien. Könnt ihr natürlich bei jeder beliebigen Kursliste so machen. Und dann schalten wir hier über das grüne Plus-Symbol einfach unter dem Menü Earning Events den letzten Quartalsbericht hinzu. Ihr könnt auch hier zum Beispiel auf Nächster Bericht klicken, damit euch auch hier, ich zeige es euch einfach mal, ebenfalls angezeigt, wo die nächsten Quartalsberichte erwartet werden. Ihr könnt das dann einfach in absteigender Reihenfolge ändern. Aber das haben wir ja ohnehin jetzt schon sehr gut mit dem Kalender abgedeckt. Das heißt, wir ändern die Spalte hier einfach mal auf den letzten Quartalsbericht. Das hat nämlich einen großen Vorteil. Hier seht ihr dann nämlich ebenfalls, wo es positive Kursreaktionen gab. Das heißt, wir können hier zum Beispiel einfach mal einstellen, wir wollen nur Quartalsberichte der letzten 20 Handelstage sehen. Dann klicken wir auf die Filterebene Alter 1 bis 20. Wir wollen nur eine positive Performance direkt unmittelbar auf die Zahlen, also an den
Handelstag, der auf die Zahlen folgt. Das heißt hier zum Beispiel 1%. Und dann wollen wir, dass die Aktie vor allem auch seit diesem Event auch weiter nach oben zulegen konnte. Sagen wir zum Beispiel mindestens 5%. Dann klicken wir auf Filter speichern, schließen diesen Filter dann auch hier wieder und dann sehen wir zum Beispiel hier eine Cooper Software. Hier gab es vor 18 Handelstagen die Quartalszahlen. Am Tag der Quartalszahlen oder darauf folgend besser gesagt hat die Aktie um 1,7% zulegen können und seitdem beträgt das Kursplus also innerhalb dieser letzten 18 Tage schon 31,1%. Jetzt könnt ihr, wenn ihr nicht auf den Namen der Aktie klickt, sondern direkt hier auf die Zahlen bei letzter Bericht, den Chart entsprechend öffnen und dann wird euch auch diese Candle eingekreist angezeigt. Das heißt, ihr seht sofort, wann sind die Zahlen vorgelegt worden und wie hat sich die Aktie seitdem entwickelt. Hier sehen wir also, die Aktie konnte daraufhin leicht positiv reagieren. Breakout zunächst gescheitert, dann nach einer kurzen Konsolidierung ist die Trendfortsetzung gestartet und Softwareaktien, Cloud-Anbieter sollte man ja jetzt ohnehin im Blick behalten. Da läuft es dank Covid-19 bzw. ja, der beschleunigten Digitalisierung gerade sehr gut und Cooper Software auch hier einer der führenden Anbieter. Ja, so könnt ihr euch das ganz schnell und einfach einrichten. Wie gesagt, am besten dann einfach den Desktop immer abspeichern, indem ihr hier einen Rechtsklick macht auf Berichtssaison, Desktop speichern, dann habt ihr hier auch die Rückmeldung und könnt dann zum Beispiel, wenn ihr umschaltet, diesen einfach wieder schnell laden und diese Kurslisten dann auch immer wieder entsprechend anpassen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Screenen bzw. beim Einrichten eures Desktops und dann viel Erfolg mit euren Trades.